Wo sind wir jetzt gerade hier? Am Machu Picchu, bei noch mehr Steinen. Nice. Machu Picchu! Holy water. Ja, man versucht irgendwie Worte zu finden. Du machst deine Augen zu und du spürst, dass da was ist. Ja. Oder dass da was war. Oder ja. Dass da was war. Hast du auf jeden Fall genug Material für Instagram-Stories. Ich pisse gleich in die Hose. Das Ding ist, ich habe gerade Schnark gefragt. Ich wollte in der Ecke pissen, aber sie kann ihre License verlieren. Deswegen mache ich das nicht. Aber das ist der einzige Grund. Ich weiß nicht, ob wir näher am Anfang oder näher am Ende sind. In der Mitte. Genau in der Mitte. Das ist Wahnsinn. Danke, riesengroßes Dankeschön an Pablo. Wir uns hier gerade den Stempel holen, ne? Aber, es macht natürlich, also seit Corona kann man nicht mehr stempeln. Warum nicht? Macht natürlich Sinn, weil, gar keinen Sinn. Guck mal, das sind unsere Plätze. Raucherplätze. Ja, komm, raus da. Gut, Niki hat es nicht ganz so genießen können aufgrund seiner Blase. Hammer, hammer geil, deswegen an der Stelle nochmal vielen lieben Dank besonders an euch beide. Cori, vielen, vielen Dank. Ich habe mir hier mal zum Ausprobieren Alpaka bestellt. Traditionale. Alpaka-Filet. Traditionale. Lass es dir schmecken. Ist das geil hier. Das ist übrigens ein Liter Passionsfrucht. Ja, haben wir auch. Boah, ist das geil. Und wir kaufen jetzt legal eine. Ich wollte eigentlich eine so mitnehmen, aber Moralapostel Janik hat gefragt, ob wir die kaufen können. Und dann haben die gesagt, ja, kaufen. Und dann habe ich mein Gewissen eingesetzt, habe ich die wieder ausgepackt und jetzt kaufen wir die legal. So, ihr Lieben, es ist eine heikle Situation hier, leicht angespannt. Sehr gut. Und wir haben erst 2 von 16 Stunden im Bus absolviert. Ehren Menschen ist extrem schlecht und wir dürfen nicht über das Thema Kotzen reden, obwohl es omnipräsent ist. Allen schlecht. Nur Yannick, dem ist nicht schlecht. Der kackt sich halt gleich in die Hose. Das tut gut. Einmal Druck abbauen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden die Kotzliste heute erweitern. Ich hoffe. Ich hoffe es auch. Videoaufnahme während der Videoschneidung. Während des Videoschneidungsprozesses. Da landet ihr dann auch demnächst. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht wird dir für morgen, denn du musst nicht traurig sein. Twix zum Frühstück. So sieht die Realität des Reisens aus. Wie lange war das jetzt? Weiß nicht, 18 Stunden? Endlich angekommen, ab in den Bus, ab zu den Buggies, ab in die Wüste. Yeah, geil. Die Gesichter sehen aber alle noch ein bisschen müde aus. Ne? Nach 18 Stunden Busfahrt, total unverständlich, oder? Ja. Und jetzt endlich wieder Bus fahren.